Woche 20, Tag 2. Heute Speedskate-Einheit auf dem Fahrrad. Bin mal wieder auf Swift unterwegs. Heute die Vulkantour gefahren. Genau, dank Swift und den Sensoren, die ich jetzt dran habe, kann ich ein bisschen nach Watt fahren. Das ist ganz angenehm, da kann man die Leistung ein bisschen besser messen, als wenn man nur jetzt nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit geht. Genau, wie man sieht, habe ich gut geschwitzt, aber von der Anstrengung her ging es, das war okay. Bin jetzt im Ausfahren, bin gleich fertig. Ja, dann war es das für heute schon wieder. Ist ganz angenehm, wenn man nur so eine relativ kurze Radeinheit hat, dann ist so ein bisschen Zeit am Tag übrig. So für heute, morgen geht's weiter mit Laufen. Ciao, ciao.